So, weiter geht's bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir haben das Geheimnis des Tempels gelüftet und haben die Perle gefunden. Leider ist uns der Rest geklaut worden und wir gehen wieder auf Reisen. Benutze den Jeep. Mal gucken. Wir fahren wieder mit dem Wagen nach Island. Gucken wieder, was man hier so alles machen kann. Wieder das Übliche. Wir gucken mal, wie weit der Doktor ist. Ui. Was ist denn hier passiert? Gehe zu steif gefrorene Heimdall. Loki war hier. Loki hat ihn eingefroren, aber Heimdall, das schaffst du. Zu schade, er ist steif gefroren. Er war von seiner Arbeit wohl zu begeistert. Hier haben wir die Schlange. Schau. Sieht aus, als würde eine Perle in den Mund passen. Eine Perle in den Mund passen? Okay. Passt perfekt. Uff. Oha, sieh nur. Schau, es ist eine Bronzefeder. Können wir das nehmen? Schau, A-Figur, okay. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, dass wir noch mal zu unserem alten Freund müssen, um ihm die Figur jetzt zu geben, damit wir weiterkommen. Lass uns zum Flughafen fahren, Sophia. Öffne Tür. Klopf, klopf. Mr. Gorsch da. Sie schon wieder. Was wollen Sie? Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Okay. Was haben Sie? Ich biete diese geheimnisvolle Aalfigur. Nun, das sieht mal interessant aus. Abgemacht. Nun hören Sie genau zu. Ich weiß nicht, wo er geografisch zu finden ist, aber der verlorene Dialog von Plato ist in der Wortsammlung. Verstanden? Ich glaube schon. Die Wortsammlung. Sehr gut. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Die Wortsammlung? Weißt du was, Sophia? Ich glaube, das Barnett College besitzt die Wortsammlung. Ein Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Oh Gott, oh Gott. Lustige Computer. Dr. Übermann, fantastische Neuigkeiten. Kerne, na endlich. Sehen Sie, was Herrn Jones uns freundlicherweise überlassen hat. Was zum Teufel ist es? Ist es nicht unglaublich? Sie Narr. Sie kommen wieder, um mir diesen prähistorischen Schnickschnack zu zeigen. Doktor, ich bin sicher, dieser Schnickschnack, wie Sie ihn nennen, stammt aus der verlorenen Stadt. Dann haben wir versagt. Ich sehe keinerlei Anzeichen für das magische Metall, das Plato erwähnte. Orichalcum. Sehen Sie hier. Im Boden versteckt ist diese kleine glänzende Perle. Und sie glitzert wie Feuer.
genau wie Plato es beschrieb. Ich würde vermuten, wir haben gefunden, wonach wir suchen. Ich vermute nicht. Ich muss es ausprobieren. Kaputt. Wir haben es geschafft. Die Energie des Urans ohne jede radioaktive Strahlung. Und diese amerikanischen Wissenschaftler ahnen nichts. Schnell die Frisur, das bringt mich auf eine Idee. Angenommen, ich stecke die Perle in den Mund der Statue. Okay. Haben Sie das gesehen? Denken Sie an Lastwagen, die von diesen Perlen Energie beziehen. Denken Sie an Panzer. Oh, immer Panzer. Ja, sogar Flugzeuge. Benutzen Sie Ihre Fantasiekerne. Denken Sie groß wie die Amerikaner. Denken Sie an Bomben. Ja, natürlich. Was wir jetzt tun? Ja, Platos verlorenen Dialog. Verlorener Dialog muss hier irgendwo sein. Brauchst du Hilfe? Oh, du kannst nicht mitkommen, du hast kein Rückgrat. Ich möchte sie dabei haben. Ich habe sonst Angst. Das war ernst gemeint? Okay. Die Treppe ist heil, also denke ich mal, geht's hier jetzt weiter. Naja, das kennen wir ja noch. Okay. Ja gut, die hat er wieder alle gelesen. Das kennen wir ja noch vom Anfang. Okay. Das Seil benutzen, genau. Wieder ab nach oben. Pfeilspitze. Die war aber vorher noch nicht da. Nimm. Die war vorher noch nicht da. Okay. Weiter ist hier. Geh zu gehen in das Loch. Es geht. Totempfahl. Markus glaubte, Potlach-Indianer hätten den geschnitzt. Ja gut, das kennen wir jetzt schon. Sieht eher aus wie eine Firmenrequisite. Was ist mit der Kiste? Auf dem Aufkleber steht nicht identifizierte Tonscherben, ja. Aha. Verstaubte alte Truhe. Ich glaube, es ist Teil der alten Ashkenazi-Sammlung. Sie ist verschlossen. Benutze Pfeilspitze mit Tour. Das hat nichts gebracht. Aha. Was können wir da benutzen, um die Truhe aufzumachen?
Straße sei. Irgendwo müssen wir noch was vergessen haben. Irgendwo brauchen wir einen Schlüssel dafür. Ist hier noch irgendwo was? Nichts. Ich will mich nicht wieder tot suchen, also gehe zu. Ich glaube, es ist Teil der alten Wortsammlung. Okay, das ist jetzt erstmal egal, weil wir haben die Truhe gefunden. Also nicht wieder um 1000 Ecken decken. Irgendwas müssen wir da machen können. Ein Loch, das zum Dachboden führt. Okay. Es geht nicht weiter. Kann ich nicht. Ziehe. Der Fußboden ist nicht glatt genug. Ah ja. Glatt genug. Benutze Lappen. Zinieren. Okay. Seil. Öl, vielleicht wieder. Schau an, offene Lampe benutze. Das klappt so nicht. Mayonnaise? Okay. Das hat anscheinend funktioniert. Ah ja. Okay, cool. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, wo das Spiel begonnen hat. Nur diesmal haben wir halt unser Menü und können auch ein bisschen gucken. Achso. Schau. Das sind Statuen. Hier können wir nichts machen. Hier ist eine Truhe. Öffne Truhe. Ich kann den Deckel nicht heben. Nimm. Okay. Öffne. Schau. Sie ist voller Luft. Na super. Hier haben wir wieder einen Kobold. Und die Urne. Das ist eine Art Urne für Begräbnisse. Ich glaube, es ist Teil der alten Ashkenazi-Sammlung. Okay. Öffne. Sieht wie jemandes Asche aus. Ja, nu? Scheint etwas anderes drin zu sein. Ein Schlüssel. Ah, da haben wir ihn doch. Gut. Benutze Falte. Manchmal ist das Einfachste auch das Beste. So, Schlüssel. Truhe ist leer. Kann nicht leer sein. Ganzen Aufwand für nix. Wieso ist die leer? Hm.
Okay. Nimm den Ofen. Zu schlüpfrig. Benutze Kaugummi mit. Ich klebe das am besten an meine Schuhe für besseren Halt. Kaum zu glauben, dass mit dem Kaugummi klappt. Ah ja, jetzt gehe ich da so mir nichts, dir nichts hoch. Genau. Die Worten. Da umklemmt dein Buch. Wetten, das ist das, was wir brauchen? Schau. Stapel Bücher. Ich glaube, es ist ein Teil der alten Wortsammlung. Ein Katzenidol. Das sieht seltsam aus. Ich glaube, es ist Teil der alten Pierce-Sammlung. Können wir die mitnehmen? Das ist zu schwer, um zu tragen. Das Wachs. Okay. Die ist wiederum zu schwer. Was ist mit dem Buch da oben? Können wir den mit der Peitsche? Das wird nicht funktionieren. Okay, können wir da wieder was schieben irgendwie? Oder ich muss das Bücherregal irgendwie ziehen, drücken oder irgendwas. Wir versuchen. Aber erst müssen wir irgendwas. Müssen wir die Wachskatze. Irgendwas muss damit sein. Hauen wir sie mal in den Ofen. Benutze. Nun. Sie ist geschmolzen. Ja. Und nun? Was hat uns das jetzt gebracht? Hä? Können wir hier noch irgendwo was machen? Zum Ofen. Schau, Ofen. Er ist sehr heiß. Na super. Falsch, ich wollte das Bücherregal haben. Ja, heute bin ich ein bisschen etwas abgelenkt. Drücke.
Wir haben den Schlüssel noch, wir haben Kaugummi noch. Es hat nichts gebracht. Okay. Naja, dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen.